So. Und back in the station. Irgendwo brummelt schon wieder einer. Wahrscheinlich da hinten in den Gängen drin oder so. Ah. Oder ganz woanders. So, das wollen wir erstmal alles hier raus, sonst holen wir uns hier das Inventar sinnlos zu. Was bist denn du? Ist auch nochmal Stein. Und weg. So geile Geräusche, dieses Ding. So. Ja, kommen schon die ersten Spuren von Erde. Jawohl. Und wieder zurück. Das macht jetzt auch noch mal ein bisschen Arbeit, bis wir das alles hier transferiert haben, aber dann. Dann können wir wieder loslegen und bauen. Da freuen wir uns doch schon ganz besonders drauf, wieder bauen zu dürfen. Oder nicht? So, wieder einmal am Allen vorbei. Und auf die Bäume. Und wieder zurück im Grundriss. Und der Baum. Hier werden wir jetzt auch bald mal Boden einfügen, dass wir da langlaufen können, so wie hier. Muss dieses Gehüppe mal sparen. Oh, ich kann mein Lager gucken. Jetzt ist es weg. Und da steht ein Skelett. Kann ich wieder in mein Lager gucken und jetzt ist es wieder weg. Wenn er schon wieder so anfängt, weißt du? Aufzug fahren. An die zweite Kiste geht's. Und hier hinten an die Erdkiste. Das ist nicht diese, das ist da oben, hat schon gehört, okay. So, Stein. Zack. And back again. Auch der Sonnenstand. Ich schaffe noch einen. Der hat genervt. Da war ein Skelett und das hat mich mal so tierisch genervt. Drum hab ich mein Schwert bei ihm in die Rippen hineingesteckt. Dass das Skelett davon stirbt, das leuchtet mir nicht so ganz ein. Denn was soll ein Schwert zwischen Rippen eines Skelettes denn für eine Gefahr sein? Eigentlich keine. Das ist ja nichts, was man verletzen kann. Jetzt, was man umbringen, ist es sowieso Skelette sind. Von allen Untoten
allen Monstern, die es so gibt in der Theorie und in der Vorstellung, sind Skelette irgendwie die sinnlosesten. Weil das sind halt wirklich, ja, halt reine Skelette. Da ist eigentlich nichts mehr drin, was irgendwie lebt. Kein Herz, kein Hirn. Weiß nicht, wie das gehen soll. Das Vieh hat nicht mal Muskeln, um sich zu bewegen. Ist so ein Skelett nur ein Haufen Schrott. Na gut. Wollen wir mal die Ormen-Skelette nicht diskriminieren. So, ich schätze mal, das ist unser letzter Gang hier. So. Jawohl, kriegen alles leer. Haben wir da nochmal voll, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen was mitnehmen, was wir jetzt ziemlich reingeschmissen haben, die Sachen zum Beispiel hier. Knochen haben wir jetzt eh einstecken. Das Zombiefleisch. Die Augen gehen jetzt nicht mehr. So, und das ist unser letzter Gang. Jetzt geht auch gerade die Sonne unter. Das passt alles einigermaßen gut. So, dann haben wir die Kisten auch schon leer und unser Lager geschafft. Mit 2-3 Gängen. Dank Endertruhe geht das recht fix. Also im Gesamten ist dieses Abbausystem schon relativ gut. Gut, es hat jetzt insgesamt tatsächlich nochmal eine halbe Stunde gebraucht, bis diese 5 Kisten Material in unserem Lager ankommen. Aber das ist, glaube ich, okay. Eine halbe Stunde für die Materialmengen. So, und wir können wieder ins Lager gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Der hat schwere Probleme mit dem Aufbau. Meine Framezahl ist ungewöhnlich hoch. Sind aber keine guten Zeichen. Darauf folgt eigentlich sehr häufig irgendein Systemfehler, Ruckeleien oder sonst was. Auch momentan immer ein bisschen langsam teilweise im Öffnen von Kisten. Was ist das für ein Chaos hier? Was ich Kies mitgenommen habe. Muss eh nochmal laufen. Im Grunde genommen kann ich jetzt auch hingehen. Eigentlich wieder so viel Erde haben. Ist gut. Und kann einfach mal wieder ein bisschen Erde schöpfen. Aus dem einen Eisen mache ich mir jetzt einfach mal eine Schaufel. So, beziehungsweise die räume ich jetzt mal wieder da rein. Hier sind auch noch Spitzhacken drin.
So. Können wir auch erstmal wieder noch ein bisschen Erde hauen. Damit wir da irgendwann nochmal diese komischen, hässlichen Löcher zukriegen. Das sieht ja nach nichts aus. War hier so. Außerdem tummeln sich hier immer die Monster unter meinem Hogwarts. Irgendwo zwischen den tiefen Dungeons und dem Erdgeschoss. Du siehst scheiße aus, Junge. So, hier hatten wir ja noch ein Gebiet, das noch zugemacht werden muss. In den Dungeons hängen wir die Zombies rum. Schweine packen. So, wir sind dunkel, aber gerade noch hell genug, dass man was sieht. Ich glaube, ich muss gleich den Dungeons mal wieder einen Besuch abstatten, dass ich wieder die Hölle los. Ich kann sie ja verstehen, ich bin ja irgendwie, ich baue denen ja die ganze Heimat zu. Armen Schweine. Sind sie auch oben drüber? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind sie ziemlich nah. So, damit kommen wir doch auch mal wieder weit hier mit diesem Erdgedönse da. Das ist ja mal nicht so schlecht, hoppla. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Ey. Na, aber nur jetzt diese eine Schicht und dann holen wir uns Steine und dann bauen wir wieder. Wir wollen ja nicht zu viel auf einmal Erde gedönsen. Ich sag heute viel Gedöns. Ich hab da Lust drauf. Gedöns ist, was die Menschheit braucht. Einfach mal mehr Gedönse in die Welt. Oh, was ist das für Kammer hier? Jetzt ist es doch arg dunkel geworden. Jetzt ist hier so das letzte Licht abgebaut habe. Das hier gerade noch ein bisschen zu chaotisch und strukturiert. Das ist besser. Hier sehe ich ja wenigstens wieder was. Doch mal doof sowas. So, dicht. Damit steht dieser riesige fette Turm jetzt auch mal auf einer Erdbasis und fliegt nicht mehr herum. Das Ding steht eigentlich komplett schon auf einer Erdbasis. Was haben wir hier unten drunter schon zugeschüttet, ey? Das ist der Wahnsinn. Das ganze Ding steht hier mittlerweile
Stabil auf einer Erdbasis. Er ist hier hinten nicht mehr. Dazu komme ich aber ein andermal. Das ist noch so ein ganz großes Problem, denn da raus. Du brauchst wirklich ganz viel. Mittlerweile kann man diese Ecke hier schon gar nicht mehr wiedererkennen. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der wir hier diese Dinger gelegt haben. Weißt du, wo ich mich hier unten drunter durchgebuddelt habe? Da. Das ist kaum noch wieder zu erkennen. So. Die muss ich auch aushöhlen. Da muss ich mal eben hier ein bisschen hochbauen. So, dass wir hier weit rankommen. Ist da hinten mit ein Problem. Alles erwischt, ja. So. Auch zu. Dann setzen wir hier mal wieder eine Kante. So. So und so und so und so. Ich bin wie abgeschnitten, das jetzt hier ist. Boah, das muss alles noch zugemacht werden, bis zu diesem Berg da hinten, dass er wieder von alleine zu ist. Wobei hier ist ja eine Brücke, das... Heißt, hier kann das schon erstmal wieder... Oh, das ist ja ganz lustig, wenn das hier wieder runter geht. Hier muss ja irgendwie voll der Taleinschnitt rein. Der hier hinten aber wieder aufhört. Ja, das wird ja spannend. Jetzt müssen wir erstmal ins Bett. Das wird nämlich schon wieder unangenehm. Scheiß Monsterbau da. Alles nur, weil Herr Vordenker wollte, diese Idee gut fand. Das muss ich Wahnsinniger mich auch drauf einlassen, ne? Ich bin ja sauber schuld. Ja.